Hallo und herzlich willkommen zu Project Cars Road B Finale. Und zwar fahren wir die Küstenroute. Da wollen wir uns erstmal ein Auto aussuchen. Wir fahren mit unserem Lambo natürlich. Obwohl wir jetzt eigentlich, wir nehmen den Lamborghini, den Aventador. Und wir haben die Küstenroute. Das bedeutet die Côte d'Azur, die komplette Strecke. Das wird auf jeden Fall eine schöne Fahrt werden. Die sind wir ja schon mal gefahren. Und wir laden die Strecke. Sehr schön. Perfektioniere alle Kurven und fahre die Ideallinie. Ja, genau, das ist natürlich richtig. Im Rennen wird die zu EP für positiv oder geschickt ausgeführte Aktionen. Ja. Man bekommt natürlich auch einen Rang, wenn man fährt wie eine Sau. Ne? Das ist ganz klar. So, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, uns natürlich auch. Jo, Breakout habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? Diese Punkte sammeln, wenn man die Werteblöcke wegfährt, umfährt. Okay, wir starten in der Stadt, wie immer bei diesem Rennen. Wir haben hier... So, eine Runde mit dem Lambo. Und auf los. Ich gewinne das Rennen, absolviere Sektor 2 in weniger als 3 Minuten. Überholmanöver, wie viel waren es? 8 wahrscheinlich. Ja, das sind immer 8. Ne? Dann gucke ich mal, ob ich 8 Überholmanöver hinbekomme. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Zeit, davon ist wieder diese blöde Kurve. Fliege ich wieder raus und dann ist die schon weggefallen. Was unglücklich, habe ich gar nichts gemacht. Jetzt habe ich jetzt eine unglückliche Zeit. Da halte ich mich in der Spur und sehe zu, dass ich nichts wegfahre. Da habe ich eine unglückliche Zeit. Ich habe jetzt nichts getan. Na ja, okay. Und Vordermann RAM ist ja eigentlich okay. Also. Ja, jetzt bin ich zusammengestoßen. Aber das muss ich auch überholen. Damit. Boah, der hat mich jetzt abgedrängt. 5, ja, es ist rum, ne? Die Minute 5 ist rum. 5 überholen wir, na ja gut. Dann können wir natürlich uns jetzt auch an die Spitze setzen. Wir haben ja eine lange Strecke vor uns. Das hier mit dem ganzen Überholen finde ich so ein bisschen blöd. Das ist alles. Da hat er auch schon eine richtige Schramm hier. Sieben. Ja, innerhalb von Minute 5. Ich bremse mal ab, damit ich überholt werde. Dann fährt hier noch mein 8. Ja, ist innerhalb von einer Minute 50 überholen. Und ich gehe jetzt überholen hier. So, zack, 6. Achso, er zählt jetzt wieder runter. Weil ich das. Ja. Das muss man nicht verstehen. So, jetzt wird wieder ordentlich gefahren nach diesem ganzen Gebäsche hier am Anfang. Das ist immer furchtbar. Ich glaube, es sind viel zu viele Autos. 20 Stück ist einfach zu viel für so eine Strecke. Naja, ungültige Runde, ich weiß schon. Aber es braucht nichts. Wird eh keine Bestzeit werden. Und wir haben jetzt schon ein Drittel der Strecke. Okay. Dann kommen wir vielleicht auf unter 8 Minuten. Ja, ja, 5 Sekunden Vorsprung, okay. Da gibt es eigentlich auch die Mülleimer, die mitnehmen können, oder die Pfosten. Naja, was soll's. Wir sind auf dem ersten Platz, das zählt. Das andere ist gar nicht so wichtig. Die Ziele zu erfüllen, ja,
mache dann aber nebenbei mit, das ist ja nur, damit die nächsten Veranstaltungen freigeschalten werden. Und das hier ist ja echt, ich fange ganz schön Mist zusammen, ne? Sektor 2 in weniger als 3 Minuten. Dann muss man mal Gas geben. Ich das hinkriegen. Aber weniger als 3 Minuten sollte eigentlich möglich sein. Sage ich jetzt mal. 9 von 53 Kurven, ja, das ist jetzt. Hier geht es nur um den Sieg. Ja. Keine perfekten Kurven, keine perfekten Fahrlinien, keine erfüllten Ziele. Nur erster Platz. Das reicht uns hier auch. Erster Tunnel. Oder noch mehr, ne? 13 von 53, ja, das muss ich richtig fahren. Und wenn wir jetzt mal die ganzen perfekten Kurven hier fahren. So, jetzt haben wir das Stück hier. Und jetzt kommt der grüne Teil der Strecke. Sehr cool. Dann müssen wir natürlich auf die. Das kommt da vorne, das ist der Abschnitt, wo wir aufpassen müssen. So, Vollgas. Die Kurve ist nicht, das ist die anschließende Kurve, die dann mit Vorsicht zu genießen ist. Na, aber ich fahre. Nee, da habe ich mich jetzt vertan. Das ist nach der. Ich muss mal gucken, wie das ist. Da gibt es so viele Kurven hier in der. Auf der Strecke. Das da vorne ist das wahrscheinlich das Stück. Mit dem Knick drinne. Okay, hier müssen wir genau bremsen. Jetzt fahren wir links rum. Genau, und hier kommt noch eine Kurve, die ist ein bisschen enger. Hier müssen wir, genau, das Stück hier war es gewesen. Und dann geht es hier zu einer Ortschaft. Hier muss eine Ortschaft sein da vorne. Und hier sind ein paar Häuser. Richtig? Nee, ne? Ich habe, glaube ich, eine ganz andere Strecke im Kopf. 20 von 53, ja. Das ist auch nicht die Welt, ne? Nur schon fast 70%. Dann geht es hier in den bergigen Bereich, in den Tunnel. Es gibt mehrere Tunnel auf dem Abschnitt hier. Ah ja, hier haben wir einen Checkpoint, genau. Hubschrauber. Ich kann eben noch einen Heißluftballon sehen. Immer dasselbe, ne? Riesenrad gibt's nicht. Den hab ich ganz gesehen. So. Okay. Ich glaube, das mit dem Abschnitt 2 in 3 Minuten haut auch nicht hin. In der Checkpoint. Mit 3 Minuten scheint die ganz schön sportlich zu sein, ne? Wenn wir es jetzt so anschauen. Okay, 27 von 53. Ach ja, ist okay. Habe nicht aufgepasst. Ich habe der Sektor 2 schon rum. Weil wir haben noch 10%. Hat also nicht hingehauen. Das ist ganz schön sportlich, ne, die Zeit, wenn man so sieht, wenn man so schaut. Okay. Die letzten, ja, 9%. Sehr schön. Da vorne muss der nächste Tunnel kommen. Genau. 95. Dann haben wir nämlich schon das Ziel. Und hier nach dem Tunnel 2
ein Tunnel kommt noch und dann sind wir fertig, denke ich mal. Oder war es nicht so gewesen? Ich war doch natürlich. Mir jetzt war gewundert, natürlich kommt hier ein kleiner Tunnel. Dann sind wir hier fertig. Na also. Passt doch soweit. Gewinne das Rennen. Ja, als andere mal halt nicht geschafft. Gut. Nicht schlimm. 8 Minuten 28, sehr schlecht. Karre total zerstört. Jo, dann wollen wir weitermachen. Okay. So. Level up. Fürs Fahrzeug. Und wir fahren jetzt noch die andere Strecke, nämlich Cheshire. Auf Island. Wenn wir hier, ja genau, hier Cheshire Set. Nehmen wir auch unseren Aventador. Was haben wir hier? 8 Zaubermonde, 7 Kurven, 8 saubere Sektoren in Folge. 5 saubere. Olden Park, Island. Okay. Kriegen wir hin. Und danach haben wir ja schon wieder die Road B World Series. Nicht schlecht. So, was haben wir unten noch so alles schön stehen? Das Rennen auf Ovalstrecken bei über 300 Stundenkilometern mit nur wenigen Zentimetern Abstand zueinander ist nervenaufreibend. Ich bin noch kein Oval gefahren. Bisher. Ja, gespeicherte Wiederholung ist auch so ein Ding. Und ja, wenn Fahrer von der Strecke abkommen, können sie Dreck, Kies und Schlamm auf die Strecke bringen. Was den Grip verhindert oder verringert. Okay. Cheshire. Sehr schön. Gucken wir mal, wer hier so alles mitfährt. Okay. Mit unserem Lambo. Hier auf Island. Und los geht's. 5 Runden. Das waren so, ja, so kleine Runden, so Minute 50 oder sowas. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ach Quatsch, Minute 30 oder so. Wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall die. Ich muss erstmal warten, ich muss erstmal fahren in der Runde. Ich habe die gerade gar nicht auf dem Schirm, die Strecke hier. Obwohl Olden Park mir natürlich was sagt. Ich bin natürlich schon mehrmals gefahren. Nur ob ich den Track hier schon mal gefahren bin, weiß ich nicht. Werden wir mal gleich sehen. Wo holen wir nur über? Haben wir schon mal geschafft? Okay, cool. Da vorne geht's dann. Also ein ganz schön kurviges Ding. Die Strecke hier. Okay. Nicht schlecht. Schön zu fahren eigentlich. So und genau, jetzt bin ich. Ja. Da habe ich jetzt mal Glück gehabt, dass die mir die Zeit nicht aberkannt worden ist, weil ich aufs Grün gefahren bin. Aber was will man machen, ne? Passiert halt ab und zu mal. So, vorne schon wieder das Ziel, oder? Ja. Natürlich. Zweiter Runde, ich sag doch sowas, mit 1,30. Die nächste Runde wird natürlich schneller. Dann haben wir die ganzen Umholvorgänge nicht mehr. So, 57% der Kurven. Oh, danke fürs Gespräch. Alter. Komm. Auf die Straße. Das war übel gewesen jetzt, ne? Das war jetzt ein richtiger Scheiß. Und jetzt, wenn man hier rumlabert und rumguckt, dann kann sowas schon mal passieren, ne? Dass man von der Straße runter mit der PS4-Taste kann man jetzt natürlich wieder auf die Straße setzen. Das war ein Mist. Ich sag noch, oh, das können wir jetzt aber in einer viel besseren Zeit schaffen. Ja. Hätten wir auch gekonnt.
Jetzt heißt es wieder Gas geben. So, Sektor 2. Und da vorne. Ja, die Zeit ist natürlich jetzt schlechter, ne? Ist klar. Das ist auch so ein Stück, wo man ja aufpassen muss. Muss man mal umbremsen. So, da vorne geht es dann zur Zielgerade. Hier nämlich, ja. Und dann schauen wir, ob wir die dritte Runde wenigstens irgendwie ordentlich fahren. Also los, Vollgas. Wir haben ja noch drei Runden mit der hier. Da kann man natürlich auch mal... Oh, es ist immer runterbremsen, runterbremsen. Nee, also so richtig liegt mir die Strecke nicht, da muss ich doch etwas fahren, jetzt wird es auch noch nass. Na klar, es muss ja regnen. Es ist wirklich unglaublich, wie oft die hier Regen einbauen in die Rennen. Das ist wirklich echt unglaublich. So, um Hubschrauber, Heißluftballons, schon jemand mit einem Riesenrad gesehen. Auch immer schön. Das wird jetzt irgendwie zum Oranien-Gag, ne? Mit dem Riesenrad hier. Aber gut. Ich kann jetzt mal googeln, wie viele Rennstrecken wirklich Riesenräder haben. So, hier müssen wir anbremsen. Hier auch. Das ist das Stück hier. Und dann passt das nämlich auch mit der Kurve. Mir fehlen noch zwei Kurven. 7 Sekunden, okay. Ja, kein Fehler machen, das ist leichter gesagt als getan. Fünf saubere Sektoren, ja. In Folge, gut, also. Die letzten zwei Runden fahren wir sauber, okay. Ah, Vollgas. Bremsen. Allein die Stelle hier, ne, kriege ich nicht hin. Ganz, ganz schlimm. Jetzt muss ich mal Ausschau halten nach den grauen Stellen auf der Karte. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Nee, bei 5 Runden, oh komm, ich war schon. Bei 5 Runden ist man auf jeden Fall... Ja, da kommt er schon, der ist ganz schön schnell, ne, der GT. Und wir müssen hier rein, S-Kurve. Wir sind jede Kurve schon mal gut gefahren. Das mit den Sektoren, das scheint nicht hinzuhauen. Also da bin ich echt raus. Gerade bei dem Wetter hätte ich den ersten 2 Runden machen sollen. Muss ich mir auch fürs nächste Mal merken. Sonst habe ich nämlich keinen Sinn. Zwischenzeit plus 5. Okay. Ja gut, bei Regen ist man natürlich auch ein bisschen langsamer, ne? Das ist klar. Zwei saubere Sektoren ineinander. Das mit den Kurven wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ich bin nämlich gleich wieder auf der Zielgeraden. Und das haut runter wie blöd. Okay, letzte Runde. Und zwar jetzt. Ja, nur noch eine Runde, sagt er. Ja, hat er recht. Könnte ich, wenn ich jetzt alle Sektoren hier sauber fahre, könnte ich das sogar schaffen. Aber das mit den Kurven ist, glaube ich, mal rum, ne, mit den perfekten Kurven hier. Oh ja, cool. Eine fehlt mir noch. Wo wir die noch hinkriegen. Vielleicht können wir noch alles zum Guten wenden hier auf der Strecke. Aber ich glaube mal nicht. Die Zwischenzeit wird auch immer schlechter. Ich fahre doch gar nicht so langsam. Alles klar, da vorne wieder der S-Kurvenabschnitt. Das war doch schön gefahren. Das war doch schön. Das war jetzt eine schöne Kurve gewesen. Da hätten wir ruhig mal Zwischenzeit plus 2.
wundert mich jetzt ein bisschen. Komisch, ne? Vier saubere Sektoren. Aber sie sind wieder auf der Zielgerade. Denn das hat natürlich jetzt nichts mehr, ne? Im Ziel. Ja, eine Kurve hat gefehlt. Okay. Sektoren haben wir geschafft, das ist okay. Gut. Machen wir im nächsten Teil weiter mit dem Grand Prix. Und ja, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.